Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Manche Sprüche, manche Worte Jesu aus dem Evangelium wollen wir schon nicht mehr hören. Wir wollen sie nicht wahrhaben. Es funktioniert ja sowieso nicht. Und warum wollen wir sie nicht an uns ranlassen? Weil sie vielleicht im Kern recht haben. Und wir wollen sie deswegen nicht mehr hören, weil wir eigentlich selber nicht bereit sind, sie in unserem Leben umzusetzen. So auch mit diesem Wort aus dem Markus-Evangelium. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ist das nicht eine Aufforderung Jesu, die uns gerade jetzt, gerade in dieser Zeit unserer Gesellschaft, unserer Kirche ganz nahe ist, den Kern eigentlich trifft? Wo liebe ich? Wo verachte ich? Wo teile ich ein in Freund und Feind? All diese Dinge sollte ich sehr nah an mich ranlassen. Jesus selbst legt sie mir ans Herz. Bitten wir ihn um die Kraft, sein Wort ernst zu nehmen, jeder für sich, da wo er ist, in der Kirche Gottes. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du machst für uns alle die Liebe zum Auftrag, zur Kernbotschaft für unser christliches Leben. Du liebst uns und zeigtest uns, wie es geht. Liebt eure Feinde und seid denen nah, die euch verfolgen. Führe uns durch die Nacht und gib uns morgen die Kraft, mehr Annahme, mehr Liebe denen entgegenzubringen, die uns vielleicht nerven, mit denen es uns schwerfällt zu leben, mit allen, die uns auf dem alltäglichen Weg begegnen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.